Aber der Luther, na, eigentlich heißt ja, ich muss ja schön reden, gell? Der Ludwig im Baunig aus Eberstein bin ich. Ja, kennt ihr Eberstein? Ja. Das ist das intellektuelle Zentrum von Götzschitzdoll. Zum Beispiel der Ferler Hartoni. Kennst du Ferler Hartoni? Der ist auch, der hat dort sein Büro. Nein, der ist nicht dort. Den haben sie ja ausgehauen aus Eberstein. Da passt nicht ein. Nein, der Ferler Hartoni, der hat sein Büro dort, aber Büro ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, weil dort, wo er früher in den Ofen gehabt hat zum Schnaps brennen, dort jetzt ein Laptop stehen. Und jetzt ist er halt konsequent oder Konsultant oder so irgendwie. Und für das sind so lange Worte, weißt du? Das ist echt schwierig. Ja, und der Konsultant, der ist halt einer, der sagt auch, was du morgen tun sollst, weil er sich selber nicht traut. Und ja, also Eberstein ist das intellektuelle Zentrum. Und da, wie sie dann angefangen haben, oben in Eberstein mit Wellness, gell, und Alveda und so. Und dann haben sie einen Managementkurs für den Bürgermeister und so gehabt, alles Mögliche. Da habe ich mir gedacht, ja, muss das da sowas machen, muss das auf den Zug aufhupfen, gell? Weil sonst bist du nicht oben. Und dann habe ich halt nachgedacht. Und was kommt ich machen? Erfahrung brauchst du natürlich. Ja, dann ist mir eingefallen. Wie die Schuppen von den Musen runterfliegen und Frauen haben mich geküsst und mir ist mir eingefallen, mach ich eine Eheberatung. Und dann habe ich am Computer ein bisschen gearbeitet, weißt du? Und dann bin ich draufgekommen, ja, machen wir Ludwig Ibaunig Eheberatung Eberstein. Das gibt aus, ne? Das passt ja gut. Ne? Ja. Und Erfahrung habe ich auch gehabt, 3 Ehen und eine erfolgreiche Viehzucht. Ne? Da muss man auch was zurückgreifen. Ne? Dann, aber wenn es so Intellekt ist, eben so auch dort Eberstein, du musst schon studieren. Da habe ich mir gedacht, gehst nach Klagenfurt, studierst dort und das habe ich mir dann finanziert, indem ich den Generalimport für St. Veitern der Klein, für den ganzen Bezirk, von Hillinger Wein gemacht habe. Ich mein, der Hillinger Söhm, der hat ja nichts gemerkt davon, weil den Wein habe ich in Slowenien gehabt, den Doppler. Habe ich dann umgefüllt in 75er Flaschen an und dann das ist super gegangen. Ja. Und dann habe ich studiert und da habe ich viel gelernt. Ja. Und da habe ich dann gewusst, für die Eheberatung, brauchst, da musst du es halt wissen, wie Kommunikation funktioniert und wie das ist mit Erwartungen. Gell. Da gebe ich euch ein Beispiel, Erwartungen, gell? Da gehen sie ins Bade, ins Shoppingcenter und sie sagt zu ihm, weißt du was, ich kaufe mir eine Taschele, Kapilla-Taschele, ein richtiges, gell? und weißt du was, bleibst du da, ich gehe geschwind eine Taschele kaufen und er denkt sich, ja, sie hat eine Zülle. Sie ist im Vollbesitz ihrer geistlichen Kräfte. Und hatschen kann es auch. Dann kann auch nichts passieren. Und nach 3 Stunden denkt er sich, irgendwas hat da nicht gepasst. Ich weiß nicht, war es das Ziel oder das Vollbesitz irgendwo? Auf jeden Fall erwartet. Und so sind halt Erwartungen. Erwartet. Eine Studentin hat dann gesagt, in Klagenfurt gibt es auch Sie-Wartungen, aber das gibt es nicht. Und
Erwartungen. Ja, was ist das? Und dann, ja, und sie hat sich halt auch erwartet, dass er ist ja schon groß genug, kann sich einen Bosner kaufen oder Leberkasse mal. Das muss er doch schaffen, Alanika. Ja. Ja, und das mit der Kommunion gesagt, aber das hat dem Pfarrer nicht gefallen, gell? Wenn ich immer in meinem Seminar von Kommunion geredet habe. Also da, es ist schwierig. Nicht nur das Wort, aber du musst es dir einmal vorstellen, ein Mann redet im Durchschnitt 2000 Wörter am Tag. Und die Frauen 5000. Ja, da ist es schon einmal ein Ungleichgewicht. Das passt sich schon mal schwer. Und wenn er dann noch, in der Bank oder als Kölner arbeitet, der hat ja seine 2000 Wort bald aufgebraucht. Und sie ist LKW-Fahrer oder was? Er kommt dann noch 500 Wort, kommt schon heim und sagt mir so. Ja. Da ist dann auch ein Beispiel, gell, da ist dann passiert, da kommen sie beide von der Arbeit heim, gell, und der sagt, hallo, und das war halt das 4999. Wort. Gell. Also viel ist noch nichts mehr möglich. Und sie sitzen dann am Tisch dort und dann sagt sie, du liebst dich nicht mehr. Und er schreibt sie und sagt, hä? Weil ha, ist ja kein Wort. Das kann er leicht sagen. Und sie wiederholt sich, du liebst dich nicht mehr. Er wiederholt sie auch, hä? Dann sagt er, was machst du denn damit? Und da hat er schon einen Vorschuss vom nächsten Tag genommen. Und sie sagt zu ihm, seit wir geheiratet haben, hast du nicht mehr gesagt, dass du mich lieb hast. Sagt er, ja, wieder ein Vorschuss natürlich. Sagt er, wie sagst du schon, wenn sich was ändert? So ist es mit Kommunikation. Ja, und als den Bruder und als den Schwager wünsche ich das Beste natürlich. Ich wünsche euch, dass ihr lernt.